Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stalker Call of Pripyat. Im letzten Part haben wir das Rätsel um die verschwundenen Stalker gelöst und haben die Blutsaugerhöhle zerstört. Und jetzt habe ich mir für diesen Part vorgenommen... Ui, Vorsicht, Wildschweine, schnell weg. Dass wir ein bisschen auf Artefaktensuche gehen, um Geld zu verdienen und um vielleicht das ein oder andere nützliche Artefakt zu finden. Es kann sein, dass die Frames in diesem Part besonders einbrechen, denn... Während ich gerade dieses Video hier mache, lädt ein anderes von mir hoch und ich werde entsetzlich von meinem offenen Fenster geblendet, weil ich Idiot vergessen habe, die Jalousie hochzuziehen. Und vormittags bei mir die Sonne immer rein knallt. Super. Ah, ich sehe schon, da ist ein Artefakt. Ui, hier ist es verstrahlt. Ich brauche meine Schraube. Vorsicht, Anomalie. Da ist keine. Ah, was haben wir denn da? Eine Nachtstern. Zumindest behaupte ich, dass es einer ist. Ich glaube, das war's tatsächlich schon. Hier liegen noch Tuna und seine Kollegen. Erstmal ein Wodka. So, hilft gegen Strahlung, müsst ihr wissen. So, Waffe raus. Man weiß ja nie, wovon man überrascht wird. Da hinten ist die nächste Anomalie. Und ich finde, sie ist ziemlich gefährlich. Denn Brand... Oh, zwei Stalker. Machen wir erstmal ein Quicksave. Nur die Ruhe und einfach weitergehen. Nee, ich will nicht weitergehen, Alter. Was macht ihr denn da? Was sagt denn mein Detektor? Oh, gleich zwei. Ah, wie schön dieser Detektor ist. Man sieht genau, wo die Artefakte sind. Ui. Du siehst. Dein Schutzanzug hat kein Problem damit. Geh einfach weiter. Man sieht schon, das ist eine gefährliche Brandanomalie hier. Zur Sicherheit nehmen wir mal die Schraube raus. Ui! Hilf mir, Stalker! Was ist los? Stalker, schnell, du musst Petruccia helfen. Schau am Rand des Spalts, er wurde von einer Anomalie erwischt. Sein Schutzanzug hat überhaupt nichts gebracht und ich selbst habe keinen. Petruccia und ich haben unser ganzes Geld zusammengekratzt, um seinen Schutzanzug zu kaufen. Einen Schritt weiter und ich bin erledigt. Bitte hilf uns. Okay, du hast mir ein Medikit gegeben. Steh auf. Deine Waffe nehme ich mir. Nimm das Medikit. Schnell weg hier. So, jetzt sind uns auch diese Stalker freundlich gesonnen, weil wir ihnen geholfen haben. Die Schraube kann mal kurz weg. Puh, danke Kumpel, ich wäre fast draufgegangen. Die Mutantenhunde hätten heute ihren großen Tag gehabt. Hier, nimm dieses Artefakt, vielleicht kannst du es eines Tages brauchen. Ich bin echt dankbar, dass du mir das Leben gerettet hast. Ich glaube, ich mache im Lager erstmal eine Verschnaufpause. Okay, danke Kumpel. Er hat mir ein Artefakt geschenkt, den Feuerball. Hilft super gegen Wärme, aber dummerweise strahlt es auch. Das heißt, ich kann es nicht verwenden, ohne mich zu Tode zu strahlen. So, Detektor raus. Ich möchte nämlich... Ui, ui. Ah, noch ein Feuerball. Eieiei. Komme ich hier auch sicher durch? Oh, dieses scheiß Telefon. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Telefon hasse? Vorsichtig. Hier ist das Artefakt. Wo ist es? Ui. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo bist du? Drecksartefakt. Fuck, ey. Was ist denn das? Ah, Mamas Perlen. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Uiuiui. Na, mein Anzug hat einiges abbekommen. So. Sturmwaffe rausholen. Oh, da oben ist ein Gefecht. Natürlich kommen wir nicht hoch, weil die Steigung zu groß ist. Da können wir garantiert kräftig Beute einsacken. Ah, noch mehr Stalker. Also hier ist doch durchaus Leben. Ah, da vorne sind sie. War wohl wahrscheinlich wie eine Schlacht Banditen gegen. Uiuiui. Ja, Banditen gegen Stalker. Und wie es aussieht, waren die Stalker die Gewinner.
Erstmal prophylaktisch alles einkassieren, was sie hier rumliegen haben. Bevor es die anderen einkassieren. Alle tot. So, ich bin zu überladen. Kann ich ja schon mal dieses Gewehr fallen lassen, bin ich nicht mehr überladen. Eins. Die entladen, können wir alles fallen lassen, weil die alle zu schlecht sind. Der Typ vor mir kratzt gleich ab. Ist mir ehrlich gesagt recht egal. So, das brauchen wir alles nicht. Was sagt der Kerl? Ich kann kein Russisch. Wollen wir ihm helfen? Tut mir leid, ich habe nichts, Digga. So, ich würde sagen, dass sich das schon ziemlich gelohnt hat. Ach komm, wir sind nicht so herzlos. Nimm ein Medikit. Seva, Sportsmann. Du bist mir jetzt was schuldig. Okay, die habe ich alle ausgeplündert. So, mal auf die Stoppuhr gucken. Die ist mein Smartphone. Ich muss leider immer wieder einschalten. Och, 7 Minuten ungefähr. Ich würde sagen, können wir zum abgebrannten Bauernhof gehen und dort nach Artefakten suchen. Unter dem Höhlenkomplex, in dem wir Bartsch gefunden haben, gibt es auch Artefakte. Zum Teil sogar sehr gut, aber ich gehe da nur sehr selten rein, um zu jagen. Oh, Banditen. Wie geht's? Wie gesagt, die Banditen sind mir nicht feindlich gesonnen, weil ich ja nicht direkt gegen sie gearbeitet habe. Ach, diese verführerischen Geschäfte. Ei, was haben wir denn hier Schönes? Das hier kenne ich. Verschwinde von hier, Mann. Gefährliche Höhle. Ich weiß ganz genau, was mich hier erwartet. Ein ganz spezieller Mutant. Ein sehr fieser. Ein Controller. Dieses Piepen ist kein Fehler. Alter, verpiss dich. Na komm her. Komm her. Tja, wer lacht nun zuletzt, hm? Das hier ist jetzt der stärkste Mutant, den wir hier getroffen haben. Das ist ein Controller. Mit Hilfe von Gedankenkraft kann er einen manipulieren. Aber es hat sich gelohnt, die Höhle zu stürmen. Denn hier gibt's massig gute Medikamente. Danke, 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 danke. Oh. Mirone, freier Stalker. Wohl sein letztes Opfer. Tja, das war's doch schon. Wir haben die gefährliche Höhle gestürmt. Das Licht können wir ausmachen. Ich mache einen Quicksave, denn so ein Viech zu besiegen ist eine ziemliche Leistung. Wenn ich die Granaten nicht geschmissen hätte, würde es eigentlich den sicheren Tod bedeuten, vor allem mit meiner schlechten Ausrüstung. So, auch hier ist ein Versteck und ich sehe schon da hinten, dass ein Artefakt dort ist. Oh, zwei sogar. Es gibt übrigens einen noch besseren Detektor als den Svarok-Detektor. Den erhält man aber erst verhältnismäßig spät. Ui, meine Leben nehmen aber rapide ab. Ich bin nicht so gut gegen Hitze geschützt. Wo ist das Artefakt? Da ist es. Ei, was haben wir hier? Erstmal raus aus dem Feuer. So, wir haben einen Kristall gefunden und wir haben nochmal Mamas Perlen gefunden. Dort oben gibt es eine Waffe. Aber ich würde sagen, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das ist ein Scharfschützengewehr. An sich gar nicht mal schlecht. Ja, ich sehe schon, der Welles-Detektor zeigt mir an, dass hier unten Artefakte sind. So, aber... Ach, da fällt mir ein. Wie sieht's mit meinem Gewicht aus? Ich bin ziemlich beladen. Ich gehe mal zum Stalker-Lager, zur Skadowsk zurück.
Die ist ja hier relativ in der Nähe. Lade dort meinen Ballast ab und dann gehe ich mal das Sägewerk im Nordwesten besuchen, nämlich das hier. Dort erwartet mich eine ziemlich heftige Schlacht, aber auch sehr viel Beute. Und damit ich möglichst viel Beute tragen kann, muss ich jetzt dieses ganze Zeug bei mir ablegen. Ach, wenn ich bloß etwas zum Strahlen neutralisieren hätte, könnte ich den Nachtstern benutzen und hätte mehr Gewicht zur Verfügung, weil mein Anzug nicht so viel tragen kann. Ich würde sagen, bei Kadern kann ich tatsächlich mal bei meinem Kontostand auch mal ein bisschen was reparieren. So. Vielleicht kann ich mal bald auf eine neue Waffenart umsteigen. Kadern? Ja, alles klar. Was kostet es, den Anzug zu reparieren? Ja, ist recht teuer, ist aber okay. So, jetzt verkaufen wir noch ein bisschen was an Uhu, würde ich sagen. Was ist denn mit dir los? Das brauchen wir. Hast du Wurzeln geschlagen oder was? Wenn du etwas zu sagen hast, raus damit. Wenn nicht, dann mach einen Abgang. Das Ding können wir auch verkaufen. Die Artefakte behalte ich alle erstmal für mich selbst. Man weiß nie, wozu man sie mal brauchen kann, aber sie sind schwer, deswegen lege ich sie ab. Das können auch weg, das kann alles weg hier. Zu schwer, alles zu schwer. Wodka ist auch schwer. Bisschen weniger Pistolenmuni. So, Verbände. Ui, ich habe wenig Medizin. Ich muss dringend Medizin nachfüllen. So. Bisschen weniger Munition. Na gut. Ich esse ein Brot aus dem Lager, weil Dektare Hunger hat. Ja. Hey, Stalker. Mir geht's gut, Pilot, danke. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen leichter. Weil ich das alles weggelegt habe. Den PDA kann ich nicht ablegen. Aber ich brauche ihn erst später. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, ich bin auf dem Holzweg. Ich muss hier rüber. Und ich kann auch wieder viel schneller rennen, weil ich weniger Gewicht trage. Wie viel trage ich denn? 21 Kilo, yo. Das ist für mich schon recht viel. Ich könnte bei diesem Gewicht schon gar nicht mehr rennen, fürchte ich. Aber Dektarev ist ja trainiert und so. Der kann ja jetzt 50 Kilo schleppen, ohne dass es ihn beeinträchtigt. Zumindest ernsthaft beeinträchtigt. Ich höre Schüsse. Gibt's irgendwo eine Schlacht? Ja, da drüben wahrscheinlich. Ja, Stalker gegen Banditen, aber da halte ich mich jetzt einfach mal raus. Ich habe nachher noch genug zu tun. Meine Munition wird wahrscheinlich auch nicht ausreichen, um die ich alle zu eliminieren, die ich gleich treffe. Da muss ich mich aufs Plündern verlassen. Fernglas raus. Ihr seht schon, da drüben halten sich Wesen auf. Das sind Menschen, aber ganz spezielle Menschen. Das sind sogenannte Zombies. Ich hatte sie schon mal erwähnt, also menschliche Leiche habe ich an irgendeinem Punkt in meinem am Anfang gesagt. Damit meinte ich nicht Leichen, also menschliche Leichen können ja schlecht meine Feinde sein. Das hier sind die sogenannten Zombies. Ah ja, und sie sehen mich anscheinend auch schon. So, da habe ich schon den ersten niedergestreckt. Zwei. Ihr könnt auf der Karte sehen, dass es ziemlich viele sind. Zum Teil hier mit Militäruniformen, also das, die sind gar nicht mehr bei Verstand. Die greifen mich einfach an. So, der hier ist nur angeschossen. Schnell töten. So, ich mach mal Licht an. Ich kann ja hier gar nichts sehen. Mit Schrotflinten, zum Teil sogar. Ja, den habe ich auch niedergestreckt. Hier, die tragen alle Munition, die kann ich schön plündern. Gefreiter, also man sieht schon auch, Leute vom Militär sind betroffen. Verdammt nochmal, wo sind denn die? Ah, da hinten.
Ui, das Ding hier ist verstrahlt. Ich brauche das Licht. Ich habe einfach... Ich schlag mich erstaunlich gut gegen die Zombies. Wo soll ich bloß die ganze Beute hintun, die ich hier kriege? Eieiei, da drüben ist einer. Hier ist noch einer. Hier bin ich. Tja, da hast du schön gefailt, wa? Der ist ja richtig weit geflogen. Seine Waffe liegt hier. Zur Sicherheit nochmal speichern. Ja, eure Waffen sind alle zu schlecht. Die kann ich nicht mehr verkaufen. So, in diesen Momenten, wo ich jetzt hier alles entlade und runterschmeiße, bin ich extrem verwundbar. Das heißt, ich darf mich nicht erwischen lassen. Na, wo seid ihr denn alle? Einer sieht mich. Du da hinten vermutlich. So. Nachladen und weiter geht der Spaß. Ich habe die besseren Schießkünste und ich habe auch die bessere Waffe. Also gebt auf. Uiuiui. Hier ist einer ganz in der Nähe. Ich sehe ihn auf dem Radar. Schon blöd, wenn der Verstand abgefuckt ist, ne? Schon richtig blöd. Ich bin verstrahlt, aber das scheint meinen Körper im Moment auch nicht so zu interessieren. Ihr seht schon, hier laufen eine ganze Menge Zombies rum. Den habe ich auch niedergestreckt. Wo ist deine Waffe? Da drüben. Dich messer ich einfach. So. Ihr seht schon, es sind immer noch sehr viele Zombies unterwegs. Diese Chaser kann ich nicht mehr verkaufen. Entladen, entladen, entladen. Das, die sind alle zu schlecht, die Waffen. Die auch. Die Munition, die kann man immer gebrauchen, aber die Waffen selbst nicht. Auch zu schlecht, auch zu schlecht. Immer wachsam sein, Dektarev. Ah, da hinten. So, der ist auch tot. Ich baller mich hier wie verrückt durch, aber trotzdem leben immer noch eine ganze Menge, wie ihr seht. Aua. Aua, aua, aua. Jetzt werde ich von mehreren Seiten angegriffen. Diese Situation wollte ich unbedingt vermeiden. Ich werde euch alle niederstrecken. Ui. Ui, ui, ui. Digga, das ist unhöflich. Alter, die gehen ja richtig ab. Flankieren. Fuck, 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 fuck. Mich hat hier einer gleich richtig an den Eiern. Sterbt alle. Ich mach mal das Licht aus, dann sehen sie mich vielleicht weniger gut. Ich schlag mich aber erstaunlich gut gegen die Massen. Da, stirbt doch endlich. Mensch. Ich glaube, jetzt habe ich es aber auch geschafft. Ich bin ziemlich schwer verletzt. Das geht eigentlich. Ich bin gar nicht so verletzt. Entladen. Die Userwaffe ist zu schlecht. Die ist zu schlecht. Die ist zu schlecht. Ich muss mal was gegen meine Verletzungen tun.
Ah, ich bin zu überladen. Okay, die Waffe weg. Die Kalaschnikows kann ich eigentlich auch wegschmeißen, die brauche ich nicht. So. Den habe ich schon ausgeplündert. Den da vorne wahrscheinlich auch. Ah, hier liegen auch massig Waffen rum, die ich entsorgt habe. Aber eigentlich bin ich ja wegen was ganz anderem hierher gekommen. Ah, ja, ja. Ui, ich bin schon wieder zu überladen. Die ist scheiße. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Bringen auch alle kein Geld. Also, so ein paar scheiß Pistolen oder so, die bringen ja keine Kohle. Medikamente hingegen, die kann ich immer gebrauchen. Zu schlecht, aber Munition behalten. So. Na, die wollte ich eigentlich noch entladen, aber naja, gut, auf das bisschen kommt es jetzt auch nicht an. Danke. Ihr seid alle echt großzügig zu mir, aber da, wo ihr jetzt seid, braucht ihr auch keine Waffen mehr. So, jetzt nehme ich das, weswegen ich eigentlich hierher gekommen bin. So. Ui, was haben wir denn hier? Na, jetzt bin ich wieder zu überladen. Ach, scheiß auf dieses dumme Ding da. Granaten. Munition. Da hinten ist das Objekt meiner Begierde. Einfaches Werkzeug. Das können wir Kardan bringen. So, das kann auch wieder weg. Puh, ich bin echt beladen, du. Ich bin scheiß dick beladen. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Diese Schlacht hat mich jetzt garantiert eine Menge Zeit gekostet. Ich habe nämlich auch festgestellt, dass die Parts von Stalker besonders lange dauern. Also sie sind lange... Es dauert lange, sie hochzuladen. Ah, scheiß auf die Kalaschnikow hier. So, und das ist scheiße. Also, ich glaube, 1,5 Gigabyte ist jetzt wieder ein Part von mir. Die Mafia 2 Parts haben die Hälfte des davon gefressen. Selbst das hat mich schon aufgeregt. Also, die Stalker-Parts werden voraussichtlich in größeren Abständen erscheinen als GTA oder Mafia 2. So, ich würde sagen, wir haben hier die Schlacht erfolgreich gemeistert. Es würde jetzt sehr lange dauern, in diesem Zustand zur Skadovsk zu gehen. Außerdem ist meine Zeit ziemlich erschöpft. Deswegen beende ich hier den Part. Ich spiele direkt weiter. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play Stalker Call of Pripyat. Bis dann!